Wo können wir jetzt dieses Problem angehen und lösen? Indem wir Prozeduren, Funktionen und Parameter nutzen. Hier wird zunächst eine Funktion Eingabe genutzt mit einem Parameter. Diese Funktion ist hier definiert und macht Folgendes. Sie fordert den Benutzer auf, eine Zahl einzugeben. Und diese Zahl muss größer gleich dem Minimum sein. Also in diesem Fall größer gleich 2. Ansonsten erfolgt die Ausgabe fehlerhafter Eingabe und der Benutzer wird wiederholt aufgefordert, eine Zahl einzugeben. Im Erfolgsfall wird dann die Zahl, der eingegebene Wert, geliefert. Diese Funktion wird jetzt überladen durch eine weitere Funktion, Eingabe, dieselbe Name, aber 2 Parameter. Schauen wir uns die hier an. Da soll der Benutzer eingeben eine Zahl zwischen Min und Max. Ansonsten erfolgt die Ausgabe fehlerhafter Eingabe und der Benutzer wird halt so lange aufgefordert, eine Zahl einzugeben, bis diese Zahl zwischen Min und Max liegt. Dann erfolgt eine Zeilenausgabe und hier werden 3 Parameter übergeben, plus, minus, Breite. Und diese Funktion bzw. Prozedur wird nochmal aufgerufen an dieser Stelle. Das ist die erste Zeile, die letzte Zeile. Die wird gleich sein. Und dazwischen wird sie aufgerufen mit Pipe, Blank und Breite. Und zwar von J gleich 2 bis J und J kleiner Höhe. Das heißt, hier ist der mittlere Teil. Schauen wir uns also mal diese Zeilenausgabe an. Diese Prozedur Zeilenausgabe an, die anscheinend sehr flexibel arbeiten kann. Zeilenausgabe bekommt einen Startcharakter und einen mittleren Charakter und die Anzahl. Und sie gibt aus, durch Aufruf von Ausgabe, das Startzeichen einmal, das mittlere Zeichen, Anzahl minus zweimal, und dann das Startzeichen nochmal einmal und dann erfolgt der Sprung in die nächste Zeile. Ausgabe wiederum erhält ein Zeichen und eine Anzahl und gibt so oft, wie er Anzahl als Wert übergeben wurde, dieses Zeichen aus. Also schauen wir das nochmal an. Hier erfolgt Zahlenausgabe. Das ist das Startzeichen, das ist das mittlere Zeichen. Das ist die Gesamtbreite. Das Plus wird ausgegeben. Dann wird Breite minus 2 mal das Minus ausgegeben und dann das Plus wiederum. Bei diesem Aufruf von Zahlenausgabe wird das Pipe ausgegeben, Breite minus 2 mal das Blank und dann wieder das Pipe. Und zwar aufgrund dessen, wie diese beiden Prozeduren miteinander zusammenspielen.